Ich will heute mal zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist, einen bestimmten Zapfen herzustellen. Und zwar habe ich mir dafür einige Hölzer hier ausgesucht, die ich noch so als Reststücke meiner Werkstatt habe. Ich möchte nämlich das Gestell für das Spiel Leitergolf herstellen. Ich habe jetzt mal absichtlich verschiedene Hölzer aufgewählt, um zu demonstrieren, dass wir gar nicht so abgerichtete und gehobelte Hölzer brauchen, wie wir das eigentlich so normalerweise uns vorstellen. Denn wir denken ja heute alle mehr maschinenmäßig, dass wir immer erst alles genau waagerecht, winkelig haben müssen, um etwas zu bauen, dass alles akkurat abgesägt sein muss, dass alles die gleiche Stärke haben muss. Wenn wir aber mal umdenken und uns in die Lage vor vielleicht 200 Jahre versetzen, wo der Schreiner ja ganz anders gearbeitet hat, da hat er mehr zugearbeitet. Er ist also von einer Sache ausgegangen, von mir aus hier diese bestimmte Verbindung, und hat dann alles darum herum gebaut weiter. Das bedingt ein ganz anderes Arbeiten eigentlich, aber auch eine ganz andere Denkweise, die man an den Tag legen muss. Aber Sie werden sehen, dass es ganz einfach eigentlich ist. Gerade wenn man keine elektrischen Maschinen zu Hause hat, kann man trotzdem sehr gute Arbeit leisten. Diese beiden Teile hier sollen nachher die drei Grundstäbe aufnehmen, um die dann nachher diese Bolas geschmissen werden bei diesem Spiel. Dieses Teil soll auf jeden Fall hier eingestemmt werden. Und das will ich jetzt mal genauer demonstrieren. Dieses lange Stück hier soll der Fußbereich werden. Das ist ein relativ langes Stück. Da werde ich jetzt mal zwei Teile absägen. Ich brauche für die Füße, das liegt zwischen 80 bis 1 Meter und auch die Höhe meistens so 80, 90 Zentimeter. Ich arbeite ohne Zollstock, weil ich ja von den vorhandenen Hölzern ausgehe und gar nicht von vornherein weiß, wie die Größen sein werden. So, jetzt habe ich zwei Hölzer abgelenkt hier, die jetzt etwa die gleiche Größe haben. Jetzt können Sie natürlich denken, das wird ja alles krumm und schief. Aber das ist nicht so. Ich habe hier zwar keine winkeligen Hölzer, aber was ich eigentlich brauche, ist nur eine Winkelkante. Soll ich mal schauen? Ja, das sieht nicht gut aus. Aber hier haben wir auf jeden Fall hier eine winkelige Kante. Kommt mein Schreinerzeichen drauf, damit ich weiß, aha, hier ist meine Winkelkante. Von der Winkelkante aus nämlich werde ich gleich alles anzeichnen. So, schauen wir mal hier. Ja, das sieht auch nicht so gut aus. Das sieht schon recht gut aus. Ja, das wäre hier Winkelkante. So, an meinem Unterteil, Fußteil, will ich dann jetzt erstmal das vertikale Teil etwa in der Mitte anlegen, damit ich jetzt hier weiß, wie groß maximal der Zapfen werden könnte. So, da ich ja noch einen Absatz mache oder eine Brüstung, der Zapfen ist dann nicht so lang, sondern ich nehme hier einfach ein bisschen was ab. Ich bin auf der falschen Seite. Zeichne ich jetzt. Ja. Jetzt muss ich mich halt irgendwie entscheiden, wie breit der Zapfen werden soll. Und naja, jetzt von jeder Seite so ungefähr einen Zentimeter wegnehmen. Also hier ist meine Zeichenseite. Von dieser Zeichenseite aus reiße ich jetzt diesen das Zapfenloch an mit dem Streichmaß. Habe ich ja zwei Nadeln hier, mit denen ich dann anreißen kann. Die erste Nadel ist hier vorne jetzt und die zweite hat hier einen Riss gezeichnet, sodass ich jetzt genau hier mein Zapfenloch habe. Und die Streichmaß kann ich jetzt natürlich auch nehmen, um dann den Zapfen anzureißen. Dieses Teil, was ja hier nachher hier reinkommt, ich brauche natürlich auch noch eine Zeichenseite, damit ich immer weiß, dass ich immer von der gleichen Seite an reiße. Ich gucke mal hier mal ein bisschen, wie es mit dem Winkel aussieht. Ja, das sieht jetzt mal winklig aus.
So, das ist jetzt also meine Zeichenseite. Auch von hier muss ich jetzt dann, von dieser Zeichenseite aus, lege ich jetzt da das Streichmaß an und kann hier schon mal die Breite des Zapfens anreißen. Das sieht hier ein bisschen anders aus, weil natürlich das Brett schmaler ist als dieses hier. Aber ich habe jetzt ja sozusagen beides mal von der Zeichenseite angerissen, sowohl hier als auch hier, sodass also ich das gleiche Maß habe. Hier kommen natürlich dann die Seiten weg. Da entsteht dann diese Brüstung, damit das schön dicht wird und man nicht hier keine Fuge erhält. Ich werde den Zapfen doch erstmal mal jetzt doch etwa einigermaßen gerade schneiden. Das ist auch einfacher zu demonstrieren. Gehe aber immer hier von der Zeichenseite aus, damit der Zapfen einigermaßen winklig wird. So, jetzt ist das Stück, was nachher den Zapfen bildet, einigermaßen rechtwinklig. Das ist einfacher zu demonstrieren. Sonst müsste ich mich wahrscheinlich auch mit so einer Schmiege arbeiten, wenn dieses Teil ja sehr krumm ist. Jetzt ist es einfach einfacher, auch hier das hochzureißen. Das, was nachher das Zapfenstück jetzt ist, kann ich natürlich jetzt auch hier an den Seiten anreißen. Denn das gibt ja meinen Zapfen. Ich stelle jetzt erstmal, kann es daneben stellen und weiß ich, wie hoch soll der Zapfen durchgehen oder soll er nur bis zwei Drittel des Holzes gehen. Das muss man halt überlegen. Ich wollte den also nicht ganz bis unten durchstimmen, sondern ungefähr vielleicht so zwei Drittel. Jetzt gehe ich ungefähr so auf diese Höhe hier. Das zeichne ich jetzt hier nochmal an, damit ich weiß, wie weit der Zapfen ausgesägt werden muss. Und alles mache ich halt von dieser Zeichenseite aus. Zumindest den Anfang. Also über Winkel geht es natürlich dann weiter. So, jetzt muss ich nur noch hier den Zapfen anreißen auf der Seite. Und natürlich nicht vergessen, meine Kreuzchen, damit ich weiß, was abgesägt werden muss. Immer wieder überwinkeln. So, so sieht das nun aus, wenn ich es angezeichnet habe. Ich kann jetzt beginnen, das einzusägen. So, sägen würde ich jetzt mit der Schlitzsäge, die ein etwas gröberes Sägeblatt als die Absetzsäge. Stehen bleiben, wenn es geht, damit nachher auch der Zapfen gut passt. So, mit Absetzsäge wird jetzt der Zapfen abgesetzt.
So, und damit habe ich jetzt natürlich hier rundherum eine Brüstung. Aber der Zapfen ist dann jetzt soweit fertig. Sie sehen, das geht alles ohne Zollstock, weil ich mich ja nicht so fixiert habe auf ein bestimmtes Maß, sondern gehe tatsächlich jetzt von dieser Zapfenverbindung aus und mache dann alles andere später. Die Größe, Bestimmung der Größe und wie dann die einzelnen Rundstäbe eingebaut werden sollen. Jetzt komme ich zum Ausstimmen des Zapfenloches. Um das Loch zu stemmen, benötige ich einen Lochbeitel. Der Lochbeitel sieht etwas anders aus als der normale Stechbeitel. Das sehen Sie ja schon von der Stärke dieses Eisens, weil man ja auch damit in das Loch einmal rein muss und dann wirklich stemmen muss damit. Hebelwirkung, da würde vielleicht so ein normaler Stechbeitel abbrechen. Aber funktionieren würde es auch. Auch damit kann man natürlich ein Loch stemmen. Aber dafür gibt es eben dann auch extra diese Lochbeitel, die schon wirklich besser sind. Ja, man sagt, man fängt es eigentlich so in der Mitte an und stemmt dann was raus. Sie merken schon, ich gehe nur langsam an den Rand, denn ich will ihn ja nicht verletzen. Das mache ich eigentlich erst zum Schluss. Will also erstmal das Loch möglichst tief haben und steche dann den Rand sauber ab. So, jetzt werde ich mal den Rand hier abstechen. Sehen, aussieht, der Breite, das ist schon ganz gut hin, da geht er schon rein. Länge, noch nicht ganz so, ich hau mal drauf. Leicht. Oh, das ist stramm rein. So, ein Stückchen habe ich jetzt auch noch abgesägt. Wenn ich jetzt hier reinmache, dann passt da einwandfrei. Jetzt geht es eben weiter. Man kann jetzt natürlich noch hier ein Holzdübel einbohren. Man kann natürlich auch so eine Zapfenverbindung durchgehend machen und dann von unten einen Keil einklemmen, wie man das gerne möchte. Aber so eine Zapfenverbindung sieht doch sicherlich, wenn sie jetzt verleimt ist und fest sitzt, schöner aus, als wenn ich jetzt hier Winkeleisen hingemacht hätte. Und Sie sehen, es ist ja gar nicht so schwierig, so eine Verbindung herzustellen. Alles Weitere geht jetzt hier von diesem Holz aus. Das kann ich nachher, es steht etwas über hier, wird natürlich dann entsprechend dabei gehobelt. Kein Problem.